Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu BeamNG Drive. Ich muss mal ganz kurz das Mikro im Auge behalten. Ja, okay. Nur, dass es nicht wieder rauscht. So, ihr seht schon, ein altbekanntes, was war denn der Auspuff in der Mitte? Seltsam. Ein altbekanntes Mäppchen? Eine altbekannte Map. Ja, Dingens da, ne? Ihr wisst schon, was ich damit sagen will. Eine altbekannte Karte. Die Jump-Karte. Ich habe mir nämlich überlegt, wir könnten eine kleine Competition veranstalten, wo wir verschiedene Fahrzeuge darunter schicken und mal vergleichen, wie weit die denn so kommen. So, ich würde gerade mal mit dem anfangen. Was mir auch noch eingefallen ist. Oh, hier sind sogar... Hier ist sogar diese Start- und Ziel-Flagge hier. So, können wir mal hier. So, ja. Ja, doch, passt eigentlich. Und, ja. Huch. Ah, okay. Grün hat es angezeigt. Wir haben Startfreigabe. Ich habe mir nämlich überlegt, ich wollte ja gern ein Standardfahrzeug haben. Wird das hier immer wieder grün? Macht die Ampel das automatisch? Ja, ich glaube, die Ampel macht das automatisch. Mir ging es ja um ein Standardfahrzeug. Und dann wollte ich ja den Mercedes nehmen, aber der hatte ja... das Schadensmodell hat mir nicht gefallen. Aber... Machen wir gleich. Wir haben ja noch andere Mercedes. Und da waren die Schadensmodelle, glaube ich, besser. Aber das werden wir gleich rausfinden. Jetzt schicke ich den hier erstmal da runter. So, und... Los! Ja, war noch nicht grün. Egal. Vollgas. So, und wir werden gucken, wie weit der kommt. Schön mittig. Oh, wir beschleunigen auf 245 km/h. Und wie weit werden wir kommen? Knappe 400 Meter. Und bis ins Wasser. Nein, nicht mal bis ins Wasser. Ja, wir sind in der Hecke gelandet. Motor läuft trocken, lassen wir ihn doch mal absaufen. So, Motor ist aus. Gut, da können wir die Karre mal da reinschmeißen. Nein, die hängt fest. Okay. So, also das waren knappe, ich weiß nicht, 300 irgendwas Meter. Ja, so genau müssen wir es nicht wissen. Ich sollte mal nach vorn fahren. So, jetzt wollte ich nämlich testen. Der hatte ja kein so ein schönes Schadensmodell. Aber wir haben ja hier noch weitere. Die zwei hatten, glaube ich, ein besseres Schadensmodell. Oh, ich habe vergessen, den Leaf rauszumachen. Habe ich den nicht rausgelöscht? Naja, weil der sah ja so furchtbar aus von der Textur. Hatte dieser CLS, hatte der nicht ein schöneres Schadensmodell? Mal gucken, die Lichter. Ah, okay, die Lichter waren bei dem ein bisschen kacke. Aber der Innenraum war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, Innenraum sieht gut aus. Kann man so lassen. Wir gehen wieder auf Orbit. Einer hatte ja auch das Problem, dass er nicht über den, ich weiß nicht, zweiten, dritten Gang rausging. So, ich würde mal sagen, dass wir hier... Der wackelt ganz schön. Er hat irgendein komisches Dingens. Irgendein komisches Grundmodell. Naja, wir fahren mal mit dem. Er muss so, sonst sehe ich nicht, wo es hingeht. Ah, okay, der hatte also dieses Problem. So, Motor ist durch. Der hatte dieses Problem mit dem Gang. Also kommen wir da nicht wirklich weit. 200 Meter. So, mal sehen, ob uns das Kiesbett zum Stehen bringt. Nein, hat es nicht. Gut, also der ist schon mal nicht. Dann gucken wir mal den hier. Oh nein, jetzt habe ich Spawn New gemacht.
Der spawnt jetzt bestimmt. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Spawnt hier im Ding. So. Ah, hier zuckt mein Ohr. So, Doppelklick. Okay, der war optisch, glaube ich, auch in Ordnung. Aber hat der das gleiche Problem? Ja, der hat das gleiche Problem mit der, mit dem Gang. Mist. Okay, also kein Mercedes als Standardfahrzeug. Schade. Echt blöd. Hätte schön werden können. So, den drehe ich jetzt aber. Oh, oh, leicht berührt. Uiuiui, ah, schön. Ja, dieses Schadensmodell, der quietscht auch gar nicht. Die Reifen quietschen überhaupt nicht. Und er hat auch kein wirklich schönes Schadensmodell. Also gut, dann bleiben wir eben bei unserem Standardfahrzeug, was wir da gesucht haben. Oh, der Peugeot, der hat ein schönes Schadensmodell. Den würde ich gerne mal schicken, mal sehen, wie weit der kommt. Oh, warum beschleunigt der so langsam? Hä, warum? Warum hat der auch nur den Eingang? Warum tun die hier auf der Map nicht? Das ist ja komisch. Habe ich den gar nie hochgedreht? Beim Crash-Test, der hat ja gar keinen Unterboden. Habe ich auch noch nicht gesehen. Oh, was stand da? Tschüss. Muss gucken, was da steht. Beam Beer. Drink each time you see this ad. Das ist ja cool. Gibt es hier sonst noch eine Werbung? Hier. Levi. 3 Poop. Okay, kenne ich nicht. Ist vielleicht der Typ, der es gemacht hat? Ich habe keine Ahnung. Ja. Orbit. So. Ja, blöd. Aber der hier geht doch, oder? Der beschleunigt normalerweise. Richtig. Ja, der beschleunigt richtig. Da können wir, den können wir richtig schön drehen. So, mal sehen, wie weit wir mit dem kommen. Oh, aber auch nicht mal 400 Meter. Den hat es aber auch schön zerlegt. So. Irgendwas qualmt. Und das Rad da hüpft rum. Ist der ganz unter Wasser? Ja, der ist ganz unter Wasser. Okay. Also jetzt. Motor läuft trocken. Da war noch hier dieses Ding. Ne, pass auf. Wir probieren es mal mit was anderem. Und zwar würde ich gern mal das probieren. Komme ich hier mit dem? Nicht, dass ich jetzt irgendwo draus stehe. Ne, geht gerade so. So, den würde ich nämlich mal mit Yato darunter schicken. Und dann mal gucken, ob der vielleicht fliegt. So. Und. Hui. Oh wow, okay. Sehr gut. Hui. Ja. Das nenne ich mal Zerstörung. Das Ganze will ich mir nochmal in Zeitlupe anschauen. So, der hebt schon fast ab. So, lassen wir den mal schön fliegen. Wo ist meine Maus? Hier.
Ist schon cool. Der ist schon cool am Fliegen hier. Aber er dreht so langsam ein Stück ab. Er startet durch wie eine Rakete. Motor schon lang kaputt. Eieiei. Und jetzt haben wir gleich einen Aufschlag. Ach du Heilige. Da fliegt noch eine Düse davon. Uiuiui. Den hat's vom Feinsten zerlegt. So, dann haben wir doch bestimmt noch was anderes Schnelles. Hier, dämmen. Wir machen einfach mal die PS-Protze durch. So, der scheint auch ganz schön abzugehen. Also klar, den Bus, den schlägt wahrscheinlich überhaupt nichts. Habe ich eigentlich meinen Timer angehauen? Nein, habe ich nicht. Wir sind bei 11. So, dann machen wir hier noch was. So. So, starten. Okay. Ja, dann gib ihm. Okay, er braucht ein bisschen, bis der Turbo anfängt zu ziehen. Okay, wir waren weit über... Ich hab's jetzt gar nicht mitgekriegt. Okay, nochmal. Hab's irgendwie nicht richtig mitgekriegt durch Kamerawechsel und so. So, was hatten wir denn? Absprunggeschwindigkeit. 260, 280, 290 Absprunggeschwindigkeit. Und man kann in der Luft ein bisschen steuern. Ah, okay. 500 Meter. Ziemlich genau 500 Meter. So. Das war's dann auch schon. So, ich speichere das mal hier neu ab. Nicht ganz so schräg. Okay, hoch. Also, der ist bisher einer der weitesten. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier für ein heftiges. 338 PS. Schneller wird's nicht mehr? Nein. Dann nehmen wir doch mal den. Der zieht zumindest schon mal ganz gut weg. Ich meine, so eine Absprunggeschwindigkeit werden wir nicht mehr hinkriegen. Jawohl, 260. 270. Oh. Oh. Na, das ist ja mal eine sanfte Landung gewesen. Motor wird mit Wasser geflutet. Motor hat einen Wasserschlag. Oh, nicht schlecht. Das würde ich mir nochmal langsam angucken. In Zeitlupe sozusagen. Das war eine schicke Landung. Die Frage ist nur, macht er das auch, wenn ich die Hände wegnehme? So, machen wir nochmal langsamer. 16 mal langsamer. Da kommt er angeflogen. Ja gut, so zu landen ist jetzt nicht unbedingt optimal. Das sah vorhin deutlich besser aus. Eieiei. Und er rutscht auf dem Dach. Rutscht er weiter. Machen wir mal schneller. Und kommt auch nochmal hoch. Und machen noch einen doppelten Auerbacher. Im Wasser. Oder Auerberger, ich habe keine Ahnung. Also irgendwas mit Au. So. Also gut, was haben wir hier Schnelles? Ein Drag. Der hat 1340 PS. Naja, warum nicht? Kann man mal machen, würde ich behaupten. Huiuiui. Okay, und grün. Oh, geil. Der hört sich nice an, da muss man aufpassen.
mit dem Gas geben. 300. Alter Schwede. Autschi. Eieiei. Gut, das sah schon ziemlich cool aus. Vielleicht kriege ich den noch ein bisschen schneller. Oh, 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 okay. Da wird das nix. Oh, wir haben ein Rad verloren. Ah. Das hört sich nicht gesund an. Oh, jetzt sowieso nicht mehr. Oh, guten Grip haben die fetten Dinger. Boing. Und schön im Wasser gelandet. Okay, nochmal. Oh, das war schon besser. 330 km/h. Oh, gut gelandet. Ah, okay, der Vorderwagen. Ja, gut, der ist... ja. Der ist jetzt ein bisschen abhanden gekommen. Huch. Ja, da fehlt ein bisschen was. Ich muss mal hier langsamer machen. So, hier. Ja, okay. Heftig. So, das Ganze will ich mir auch nochmal langsam reinziehen. Das hört sich so cool an. Mit dem Kompressor. So, 16 mal langsamer. Und ich greife nicht mehr ein. Ach ja. Kavril. Geboing. Eieiei. Und zack. Da ist er gelandet. Und alle Teile mit ihm. Okay. Auch recht schnell, ja. Gavril Basto. Gavril Blueback. Haben wir da auch noch einen schnellen? Da haben wir sehr viele. 501 PS. 1400. Ja, ja, ja. Lowrider. 590. Ja, mal sagen, den hier. Lassen wir den auch mal über die Klippe springen. Ja. Wunderbar. Oh, der hat sehr wenig Benzin nur. Oh, 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 oh. Das hat jetzt natürlich das Ergebnis verfälscht. Eieieiei. Nochmal. So, ich versuche ihn in der Spur zu halten. Gar nicht so einfach. Wie viel? Ah. Okay, nicht mehr viel übrig. Ach was, komplett rot da unten. Nur das Rad. Das tut noch. Das Einzige, was noch irgendwo funktioniert hat, war dieses eine blöde Rad. So, was haben wir hier? Civetta Bolide. 401. 400. Oh, der hat sogar noch mehr. 420. Notte. Der Schwarze. So, der beschleunigt sehr langsam. Kommt dann aber doch ganz schön um die Ecke. Ah, er fährt sich aber sehr unruhig. Mit 260. Eieiei. Der fliegt aber. Tank beschädigt. Eieiei. Ah, ist ganz schön gestaucht jetzt. Okay, reißt mir jetzt nicht so vom Hocker.
So, was haben wir als nächstes? Der Ibishu. Da haben wir doch auch bestimmt einen heftigen. 280 PS. Nehmen wir doch den. Wollen wir mal schauen. Selecta. Der braucht sehr lang, bis der Turbo kommt. Aber da geht auch was. Okay, 250, dann ist Feierabend. Oh, aber der fliegt sehr gut. Oh ja, wunderbar. Hätte ich jetzt nicht Gas gegeben, hätten wir es wahrscheinlich wieder... Oh. Hätten wir es vielleicht ganz normal auf die Räder geschafft. Ich probiere das nochmal. Und was ich hier auch gut probieren kann... Bremstest. Erstmal nochmal probieren, ob der vielleicht auf den Rädern landet. Also wenn das nicht mal eine Punktlandung war, ohne Wasserkontakt, ja, besser kann es gar nicht sein. So, jetzt will ich mal nochmal was probieren. Muss mir nur irgendeinen Bremspunkt suchen. Also einfach mal von hier 200 runterbremsen. Auspuff kaputt. Da schießt jetzt vorn raus. Auspuff ist abgerissen. Wollen wir doch mal mit Öl fluten. Na? Hat sich wieder umgedreht. Oh. Rubberlöber. Und das war's. Ach ja, schön. So, dann schauen wir doch gleich mal. Was haben wir denn noch? Hm, das war da. Das ist dieser Karren. Da, von dem gibt's nicht mehr. 500. 1000. 1264. Probieren wir den mal. Ehe wir es dann für diese Folge sein lassen. Alter Schwede. Hui, der geht aber ab. Oh, und der landet sogar sehr gut. Okay. Der fährt sogar noch. Der wäre sogar noch gefahren. Okay, das war schon hart. So, meine Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier mal eine kleine Folgenpause. Ich probiere mal nochmal was. Oh, der hat sogar Noss. Mist. Ich bremse mal. Krass. Also der hat... Der hat mit am besten überlebt, überhaupt. Der geht sogar noch. Krass. Okay, Noss ist... Armed? Disarmed. Scharf. So, jetzt mal probieren. Ob wir jetzt mehr drauf kriegen. Bisschen schneller sind wir, glaube ich. Gewesen. Boing. Ja, jetzt haben wir sogar bis ins Wasser geschafft. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Folgenpause. Sehen uns dann am Morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei PMG Drive. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao.